Ich grüße euch zu einem neuen Video und heute geht es um zwei Akkustaubsauger von Dyson, den Dyson V12 Slim und den Dyson V15 Detect Absolut. In diesem Video möchte ich euch einmal die Unterschiede zeigen zwischen dem Dyson V12 Slim und dem Dyson V15. Der größte Unterschied ist einmal die Größe. Der V15 ist größer und schwerer wie der V12 Slim. Hier jetzt auch der Größenvergleich. Und schön zu sehen, dass der V15 auf der rechten Seite um einiges größer ist wie der V12 Slim. Und auch aus diesem Winkel schön zu sehen, hinten der V15 und vorne der V12. Und laut Hersteller wiegt der V15 2,74 Kilo und der Slim nur 2,4 Kilo. Das Ganze testen wir jetzt auch mal mit der Waage. Wir haben hier einmal den Slim. Dieser wiegt 1,48 Kilo. Der V15 hat ein Gewicht von 2,4 Kilo. Interessant ist auch bei beiden Saugern, sie haben beide einen wechselbaren Akku. Und auch hier zu sehen, der Größenunterschied. Beim V12 ist der Akku um einiges kleiner. Und auch das Gewicht. Der Akku vom V12 wiegt 534 Gramm. Und der Akku vom V15 wiegt 732 Gramm. Ein weiterer großer Unterschied, der für mich am V12 ein klarer Vorteil ist. Er hat hier einen An- und Ausknopf. Und man muss im Gegensatz zum V15 nicht ständig die Power-Taste drücken. Bei beiden Akkusaugern kann man den Filter wechseln und waschen. Beide Akkusauger haben ein Display, die einmal die Möglichkeiten haben beim Slim von Eco, Medium und Boost. Beim V15 ebenfalls Eco, Medium und Boost. Beim V15 muss man aber dazu sagen, er hat zusätzlich noch eine automatische Saugleistung. Das heißt, wenn er viel Schmutz am Boden erkennt, erhöht er automatisch die Saugkraft. Hier zeige ich euch jetzt die automatische Saugkraft. Und zwar er ist jetzt relativ konstant. Und jetzt, wo der Schmutz kommt, wird er automatisch stärker. Dieses Feature hat der V12 Slim leider nicht. Und ein weiterer Vorteil vom V15, er erkennt die Partikel, die aufgesaugt werden. Und jetzt auch hier zu sehen, die verschiedenen Partikel auf dem Display zu sehen, wie viel und was aufgesaugt worden ist. Beide Akkusauger haben eine Akkudauer von 60 Minuten und eben die Akkus sind wechselbar. Der V12 hat eine Leistung von 150 AW und der V15 hat eine Leistung von 230 AW, ist also um einiges stärker. Der V12 Slim hat einen kleineren Behälter von 0,35 Liter und der V15, wie man auch erkennen kann, ist der Behälter um einiges größer und hat 0,77 Liter, also etwas mehr wie das Doppelte. Das Entleeren funktioniert bei beiden Akkusaugern genau gleich. Preislich gibt es große Unterschiede. Der Dyson V12 Slim kostet 600 Euro
Und der V15 mit dem gleichen Zubehör, wie es der V12 hat, kostet 700 Euro. Den V15 gibt es allerdings in noch zwei weiteren Paketen. Ihn gibt es einmal in der Ausstattung absolut extra für 800 Euro. Da ist zusätzlich noch ein Bodendock dabei. Und es gibt ihn auch noch als Complete extra. Da ist zusätzlich zum Bodendock auch noch ein Verlängerungsschlauch und ein extra Akku dabei. Und ein Gelenkaufsatz. Was noch sehr interessant ist, der V12 ist um 3 cm höher. Und zwar ist das Rohr 3 cm länger wie das vom V15 Detect Absolut. Einen Unterschied gibt es auch noch am Display. Wenn wir dieses mal 1 schalten, lange drücken, kommt das Menü. Beim V15 gibt es einmal die Sprache zu ändern. Hinweise ein- und ausschalten. Partikelzähler, Motorempfindlichkeit und Menü beenden. Das beendet man, indem man die Taste länger drückt. Beim V12 haben wir im Display die Sprache, Hinweise ein und Menü beenden. Wir haben uns für den V12 Slim entschieden, da er für uns einfach handlicher ist. Dazu habe ich auch ein extra Video gemacht, das verlinke ich euch gleich hier oben. Zusätzlich finden wir einfach super, dass er den An- und Ausknopf hat und dass er halt einfach handlicher ist. Er hat jetzt nicht allzu viel Power wie der V15, was auf jeden Fall toll ist. Aber die 150 AW reichen uns vollkommen. Vor allem, wir hatten ja vorher den V8 und der hat um einiges weniger Leistung gehabt wie der V12 Slim. Hier hat man allerdings natürlich das tolle Feature mit der Partikelerkennung, wie viel er einsammelt, wie groß die Partikel sind und was es ist. Das finde ich ziemlich cool, aber benötigen wir jetzt nicht unbedingt. Noch ein Unterschied zwischen dem V12 und V15 ist beim Zubehör die Bodendüse. Und zwar beim V12 Slim sieht diese so aus und beim V15 sieht diese so aus. Die V15, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, hat eine Torque Drive Bodendüse, wenn ich es richtig gesagt habe. Und der Slim hat eine Elektrobürste mit Direktantrieb. Bei der Bodendüse vom V15 hat man auch hier nochmal Einstellungsmöglichkeiten und von der Größe her ist sie auch ein Tick größer und schwerer. Noch ein ganz wichtiger und enttäuschender Punkt. Das Zubehör vom V12 passt leider nicht auf den V15. Was ich wirklich sehr, sehr schade finde. Ich zeige euch das gerade als Beispiel. Das wäre jetzt vom V12. Möchte ich jetzt hier drauf machen und es passt leider nicht. Das gleiche auch hier vom V15 in den V12 passt ebenfalls nicht. Finde ich schade, dass die zwei Sachen nicht kombinierbar sind, aber ist halt auch ein Größenunterschied. Dann mache ich jetzt noch einen kurzen Lautstärketest mit meiner Apple Watch. Und zwar dazu nehme ich einmal als erstes den V15. Und schön zu sehen, er war bei 83 Dezibel. Der V12 ist bei 81 Dezibel, etwas leiser. Ein Fazit werde ich zu diesem Video nicht machen, da es einfach ein Vergleich war zwischen dem V12 und dem V15 und es Geschmackssache ist, für welchen Sauger man sich entscheidet. Ich persönlich finde die neuen Dyson-Sauger super. Wir haben uns aber für den V12 entschieden, aus dem Grund, weil er einmal leichter ist und handlicher ist. Und was uns besonders gut gefällt am V12 Slim, ist die Power-Taste, dass man nicht die ganze Zeit immer den Button hier drücken muss. Was natürlich cool wäre beim V12, wäre auch, wenn er
das Display hätte mit der Partikelerkennung, was allerdings nur der V15 hat. An beiden Akkusaugern gefällt mir der wechselbare Akku, was ich sehr wichtig finde. Der kleinere Behälter macht uns persönlich jetzt nichts aus, da wir ihn eh meistens nach dem Staubsaugen entleeren. Und preislich war der V12 nochmal 100 Euro günstiger wie der V15. Wenn ihr noch Fragen habt zu den Unterschieden zwischen dem V12 und dem V15, schreibt mir doch gerne in die Kommentare. Ich kann euch den V12 und den V15 auf jeden Fall empfehlen. Vor allem für diejenigen, die noch ein älteres Modell haben, wie wir zum Beispiel vorher den V8, ist der Slim ein echtes Upgrade und der V15 logischerweise mit der noch größeren Leistung auch. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Gerne einen Daumen hoch, abonniert auch meinen Kanal, damit ihr keinen weiteren Videos verpasst und dann bis zum nächsten Video. Macht's gut!